Heinrich Hausler, du hast es gerade schon gesagt, es war ein hartes Rennen heute. Ja, brutal. Einfach von die Kälte und dann hat es zwischendurch mal geregnet und der Wind, das war eiskalt. Ne? Das war ja 4, 5 Grad, aber gefühlt 0 Grad, wenn man da nass ist und da hat man halt 50 km/h Wind. Das ist einfach brutal und deswegen war das Rennen eigentlich schon ab 40 Kilometer ging es los. Die Gruppen da auf der Kante und Attacken. Und dann, ja, es war brutal, brutal, aber geil. Wir haben auch dich ein paar Mal gesehen, du hast ein, zwei Mal die Gruppe vom Hinterrad auf dem Pflaster verloren. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, du hast dich stark gefühlt, das hast du gerade eben schon gesagt. Ich hab dann zwischendrin mal gedacht, so, der Heinrich würde heute gerne Paris-Roubaix fahren mit den Beinen, die er hat. Ja, ich hatte einen sehr guten Winter gehabt. Also ich kann wirklich gar nichts sagen, dass irgendwas ein bisschen falsch gegangen ist. Wie die Leute vielleicht ein bisschen mitbekommen haben, habe ich ein paar Cross-Rennen gemacht. Habe auch sehr viel Cross trainiert, halt mit Sascha Weber in Freiburg zusammen. Und ich kann nur sagen, das hat mich sehr, sehr viel gebracht. Und ich bin super gut durch den Winter gekommen und auch die Kälte heute ist eigentlich mein Ding. Und ja, das hat einfach nicht gepasst, die Gruppe da auf dem Pflaster. Ein paar Mal wollte ich da fahren, aber da haben die hinten einfach locker gelassen. Und schon ab 90 Kilometer habe ich da ein bisschen zu viel Könne verblasen und das hat halt am Bosberg, da hat einfach ein kleines bisschen noch gefehlt, damit rüber zu fahren. Aber morgen ist ein neues Tag, aber es ist auch für mich sehr, sehr wichtig, dass wenn man Newsplattenkörner mit vorne fahren kann, dann weiß man, dass man bei der Klassikern auch gute Beine hat. Als die Gruppe weg war, war die Lücke dann relativ schnell recht groß geworden. Trotzdem hattet ihr mal zwischendrin eine Verfolgergruppe gebildet. Hast du geglaubt, ja, wir können da vielleicht nochmal hinkommen? Ja und nein, weil das Rennen so früh losging und es so kalt war, man hat einfach gemerkt, hinten raus, die Körner waren ganz schön leer, ganz schön schnell leer. Also wenn man einmal richtig tief gegangen ist, war das fast vorbei. Und man hat das halt gesehen an der Mühe und an dem Bosberg, da waren schon Attacken, aber das waren nicht die Attacken zum Beispiel in den letzten Jahren zuvor, wo man wirklich mit 700, 800 Watt attackieren konnte. Das war, ich glaube, alle waren einfach durch die Kälte ein bisschen platt. Danke dir.